Hallo und herzlich willkommen, liebe BFC Preußen TV Zuschauer und natürlich vor allem BFC Preußen Fans zu unserem dritten Oberligaspieltag. Und heute ist zu Gast bei uns der Rostocker FC. Jetzt aber Momo mit der Reingabe, der steht da! Tor! Nein! Abgepfiffen wegen Freistoß. Ja. Baumgabe, mach dein erstes Tor. Jawohl! Sehr gut! Sehr schön! Tor! Jawohl, super Nico! Super Nico! Jetzt ja, das mal. Geld ist halt in mich reingesteckt worden. Oh, schön, jetzt der Breitkreuz. Kommt da noch ab. Oh, Pfeifter. Pfeifter, Elfmeter. Boah, den hätte ich gegeben. Hätte ich auch nicht gegeben. Den hätte ich gegeben, den hätte ich gegeben. Breitkreuz, sehr clever reingegangen. Links oben, wenn wir probieren. Oh, ja, voller. Oh. Probiert mal was Neues. Sonst war immer links. Kommt zum Abschluss. Nein, sieht Momo Touré, das ist besser. Und er haut das Ding, aber was für ein Ding. So wie Gittens gestern, hast du es gesehen? Ja, nur von der anderen Seite, glaube ich. Kommt zum Abschluss. Nein, sieht Momo Touré, das ist besser. Und er haut das Ding, aber was für ein Ding. So wie Gittens gestern, hast du es gesehen? Ja, nur von der anderen Seite, glaube ich. Nee, das ist ja... Oh, sehr schön gespielt vom Svitenovic, Patrick Breitkreuz, G... auf die lange Ecke, was für ein Ding. 5:0, ich werde irre. Sehr schön gespielt vom Svitenovic, Patrick Breitkreuz, G... G... auf die lange Ecke, was für ein Ding. 5:0, ich werde irre. Ist das verwunderlich, dass wir 5:0 in der Oberliga gegen so einen Gegner führen? Aber wenn man auf den Platz guckt, verdient eigentlich. Wenn man den Background weiß von FC Rostock, die haben den großen Sponsor, die hatten mal einen sehr, sehr großen Sponsor, der hat richtiges Geld reingepackt. Und jetzt sind es ja mehr 19-Jährige, 20-Jährige, auch ein paar Ältere haben die dabei. Aber man sieht, dass es in manchen Vereinen richtig vorwärts geht, so wie hier beim BFC Preußen. Das wird wahrscheinlich die dritte Macht in Berlin werden, so wie es im Moment aussieht. Nach dem Spiel jetzt in der zweiten Halbzeit, was ich gesehen habe, und die neun Leute, die dazugekommen sind, und da ist noch ein sehr, sehr guter, der verletzt ist, glaube ich ganz bestimmt, dass der BFC Preußen ganz, ganz heiß um den Aufstieg mitspielt. Oh, stark. Kommt er noch an? Er kommt noch an. Gut zurückgelegt. Jetzt Patrick Breitkreuz und da macht er. Da macht er. Sehr schöner Spielzug. Gut eingeleitet von Gave. Oh, stark. Kommt er noch an? Er kommt noch an. Gut zurückgelegt. Jetzt Patrick Breitkreuz und da macht er. Da macht er. Sehr schöner Spielzug. Gut eingeleitet von Gave. Das Wichtige wegen dem Abkacken, weißt du? Jetzt aber dauert die Raki. Tuga lauert auf dem zweiten Pfosten. Den muss er hinspielen. Jetzt sieht er. Nee, macht er selbst. Macht er selbst und wieder. Auch einer, der mit seinem ersten Treffer dabei ist. Das Wichtige wegen dem Abkacken, weißt du? Jetzt aber dauert die Raki. Tuga lauert auf dem zweiten Pfosten, den muss er hinspielen. Jetzt sieht er. Nee, macht er selbst. Macht er selbst und wieder. Auch einer, der mit seinem ersten Treffer dabei ist. Hat er Glück, dass er den macht. Weil ansonsten muss er rüber zu, zu Tuga legen. Ja. Ich dachte. Oh, enger. Ah, lässt er den durch auf Tuga oder durchlassen? Ja, mit links kann ich auch mal. Schade. Jetzt. Anigashi. Jawohl! Und wieder einer, der sich einträgt in seine ersten Tore. Oh, enger. Ah, lässt er den durch auf Tugai oder durchlassen? Ja, mit links kann ich auch mal. Schade. Jetzt. Anigashi. Jawohl! Und wieder einer, der sich einträgt in seine ersten Tore. 8:0, liebe Freunde. 90. Spielminute. Gabe, welch ein Wetter, welch ein Sieg. 8:0 wird der Rostock FC weggefegt. Du hast den Anfang gemacht. Ja, ich denke, gute Bedingungen gehabt, haben verdient gewonnen, gutes Spiel gemacht, kann man darauf aufbauen auf jeden Fall. Hättet ihr für möglich gehalten, dass es nach dem 8:0 Pokalsieg auch heute auch noch ein 8:0 gibt?
Nee, auf jeden Fall nicht. Ich denke, wir sind gut reingekommen, haben erste Halbzeit konzentriert gespielt, haben gezeigt, dass wir gewinnen wollen. Dass nun 8 Dinger wären, war nicht zu erwarten, aber nimm mal gerne mit. Deine Ex-Mannschaft spielt heute gegen Malzdorf unentschieden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der BFC Preußen ist Tabellenführer. Was hat das zu sagen? Gar nichts. Dritter Spieltag. Da sollte man jetzt nicht zu hoch stapeln. Wir freuen uns, dass wir oben stehen, aber es sind noch so viele Spiele, deswegen ab Montag geht es wieder konzentriert weiter. Du hast das mitgemacht mit Lichtenberg 47, mit dem Aufstieg. Tolles Gefühl. Traust du das unseren Jungs zu? Ja, ich sag mal, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, aber wie gesagt, es sind noch so viele Spieltage. Man muss von Spiel zu Spiel gucken und was am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Jetzt habe ich dich am Mikro. 3 Spiele, ein Pokalmatch. Bist du zufrieden? Macht es dir Spaß beim BFC Preußen? Ja, macht super viel Spaß. Wir probieren viel Fußball zu spielen und ich bin glücklich hier zu sein. Deswegen kann man drauf aufbauen. Deine Gefühlswelt, was ist anders als in Lichtenberg? Ja, ich will gar nicht zu sehr auf Lichtenberg gehen. Ich war da so lange. Ich liebe den Verein noch immer noch, so ehrlich muss ich sein. Und ich gönne denen auch alles, was sie erreichen können. Aber ja, war Zeit zu wechseln.